blauer Zettel. Denn das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Information. Und wo schreiben wir uns das denn am besten mal auf? Kometenfest. Alleine an der Quelle. Glückstag. Ja, komm. Samstag. Was für ein Zufall, den Samstag mag ich auch am meisten. Sie freut sich über jedes Geschenk. Nur gegen Pilze ist sie allergisch. Ich hab doch gewusst, dass da irgendetwas mit Pilze war. Ich war mir aber jetzt nicht sicher, ob sie Pilze geliebt hatte oder ob sie sie gehasst hatte. Pilze hasst sie. Gut, damit haben wir auf jeden Fall schon eine sehr wichtige, ja, beziehungsweise viele wichtige Informationen. Ach halt, was sagt sie denn? Ist er in Maria verliebt? Das kann nicht sein. Nein! Maria hatte ich früher. Die hatte ich schon. Okay, da war schlecht. Gebe ich ja zu. So, ja genau. So war das, genau. Ja, die Steuerung kommt langsam wieder. Auch wenn noch ein paar, ja, lustige Fehler dabei sind. Ich sollte vielleicht mit Gamepad spielen. Aber nein, ich muss ja unbedingt auf Tastatur spielen. Ja, toll, Gießkanne leer. Machen wir wieder voll. Und bei der Gelegenheit darf ich auch mal darauf hinweisen, ihr dürft mir auch gerne Fragen stellen. Ich freue mich über jede Frage. Und werde diese natürlich auch, ja, beantworten. Bin auf jeden Fall gespannt, welche Fragen da so zusammenkommen. Das letzte Mal, als ich hier eine Fragerunde gemacht habe, hatten mich hier auch viele Freunde gefragt. Zum Beispiel Sachen wie, ja, wie bin ich, ja, deine war 100 Gold, wow, ich bin reich. Ja, wie zum Beispiel, ja, wie bin ich auf Let's Plays gekommen, wie bin ich zu meinem Namen gekommen, ja, und so weiter und so weiter. Also, haltet euch auf jeden Fall nicht zurück. Schreibt! So, Hühner hatten wir gefüttert. Ja. Und wollten wir noch irgendetwas tun? Nein, eigentlich nicht. Wir schreiben in unser Tagebuch und ich werde die Gelegenheit auch sofort wieder einmal nutzen, um einmal zu husten. So, da ist er wieder. Ja, ja, die Raucherlunge. Tut mir einen Gefallen, fangt bloß nicht an zu rauchen. So, was sagt denn das Feld? Nix. Aber wir... Oh, drei Eier. Wir haben Freitag. Das heißt, wir können... Ja, komm, hoch hier.
Wir sollten uns auf jeden Fall mal so langsam wieder dran machen, schneller Gold zu verdienen. Dadurch, dass der Wirbelsturm uns ja etwas von unserer Ernte vernichtet hat, werden wir einiges an Einbußen machen müssen. Ist ja immerhin eine ganze Menge, die der Wirbelsturm zerstört hat. Und das Ganze müssen wir natürlich so gut es geht wieder rausholen. Und was ich auch mal noch gucken muss, ist, die Wahrsagerin hat uns ja gestern den Tipp gegeben, dass wir, beziehungsweise dass an sich am Tag des Kometenfestes an der Quelle auffällt. Und bei der Gelegenheit müssen wir natürlich auch einmal gucken, wo, wann denn das Kometenfest genau ist. So. Wow, vielen Dank. Hm, das riecht auch gut. Das hier wird demnächst ausgestellt. Willst du es ausprobieren? Ja, klar. So, lieb mich. Jawoll. Drei Herzen. So muss das sein. Dumm, die dumm, die dumm. Was wollte ich denn? Genau. Wir schauen einmal. Ha, dieses Mal habe ich es richtig. Wir schauen einmal, ob wir denn unser Gras schon mähen können. Ja. ...108. Ja. Ah, das sieht gut aus. Oder auch nicht. Gut, dann machen wir das eben später. Ich hoffe natürlich nur, dass wir nicht das Pech haben, dass das Gras und das Feld gleichzeitig fertig sind, denn dann werden wir auf jeden Fall den, ja, so ziemlich den ganzen Tag auf unserer Farm verbringen. Und wir wollen ja natürlich, ja, erst einmal die Gießkanne wieder füllen. Wir wollen natürlich sehen, dass wir etwas Abwechslung hier reinbringen, dass wir immer mal, ja, jeden Tag alles sehen. Das heißt, Farm, Stadt, Wald, unsere zukünftige, die wir so langsam aber sicher für uns gewinnen können. Mhm. Mit K.O.-Tropfen würde das Ganze natürlich schneller gehen. Für deine Ware gebe ich dir 150 Gold. Wunderbar. Ja, wie gesagt, mit K.O.-Tropfen würde das Ganze natürlich schneller gehen, aber diese Option haben wir leider nicht. Denn wenn wir so etwas wie K.O.-Tropfen hier hätten, dann würde es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch so etwas wie Tränengas geben. Oder Pfefferspray. Und ich habe mir auf jeden Fall sagen lassen, dass das nicht so gesund sein soll. Ob das natürlich stimmt, weiß ich nicht. Aber mal den Spaß beiseite. So, wir schauen einmal das Kometenfest. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das am 24. Tag des Sommers sein. Stand das hier? Wo stand das? Ah,
Verdammt, welchen Tag haben wir eigentlich? Den 10. Ja, Hundi, Bell. So, was sagt denn das Wetter? Das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht, dass das die ganze Zeit so schön ist. Da ist doch irgendetwas im Busch. So, ein Huhn ist geschlüpft. Das heißt, wir legen auf jeden Fall gleich das nächste nach. Füttern das Vieh. Und schauen. Ja, die. Irgendwie niedlich. Oh nee. Ja. Lassen wir die zwei Hühner einfach mal schlafen. Wir schauen, ob denn unser Feld fertig. Ja, wir haben Tomaten. Das ist ja einsame Spitze. Das heißt, wir machen heute unsere erste große Einnahme. Ja, was können wir denn eben bequatschen, während wir die Tomaten ernten? Habt ihr eigentlich jemals Harvest Moon gespielt? Also egal welchen Teil. Ob das jetzt der alte Teil ist fürs SNES oder halt, ich weiß gar nicht, PlayStation 1 gab es einen Teil, PlayStation 2 gab es einen Teil, der allerdings nicht in Europa erschienen ist. Was ich persönlich sehr schade finde.